Nats Krešić ist zurück im Tor. Nach dem fünften Spieltag räumte er selbst seinen Kasten. Horvath und Herber patzten dann wegen der besseren Gesamtausstrahlung und seiner Routine. Ist der Kroate nun wieder die Nummer 1 bei den Sachsen. Dynamo, Gelb-Schwarz, Frankfurt, Schwarz-Rot. Die Gäste wieder mit einer Viererkette, weil der Vierer wieder dabei war. Hoffmann, jetzt Jones. Dresden setzte Zeichen, ging aggressiv in die Zweikämpfe. Oswald. Auf Lavric und Kennedy, dritte Minute. Dynamo legte druckvoll und offensiv los. Unmittelbar nach der ersten Möglichkeit für den Tabellenletzten, da hielten es selbst die harten Fenster nicht mehr aus, die aus Protest wegen der sportlichen Fehlleistung 10 Minuten ihren Block freihalten wollten. 15.500 waren insgesamt im Rudolf-Harrich-Stadion. Dresden kämpfte hinten, spielte vorn einen flüssigen und technisch feinen Ball. Brinkmann gegen Wiedener. Basic. Jones gegen Oswald und es gibt Freistoß für Dynamo Dresden. Hart umkämpfte Partie, viele Freistöße. 12. Minute. Dieser Freistoß für Dresden, Ansgar Brinkmann. Und Beuchel per Kopf. Nur Dynamo Dresden ist im Profifußball 2005 noch ohne Punkt. Der Traditionsverein steht wieder einmal am Scheideweg. Dynamos Spieler schienen aber begriffen zu haben, die Mannschaft versammelte sich heute schon zur Mittagspause, zum Mittagessen, stärkte so den Teamgeist. Vornweg marschierte auf den Platz, immer wieder Oswald. Schön auf Basic. Noch einmal Oswald. Dresden anfangs überlegen, es fehlte die ganz große Torgefahr. Eintracht Frankfurt zur Vorwoche nicht wieder zu erkennen, zögerliches Zweikampfverhalten in einigen Situationen. Brinkmann wieder gegen Wiedener. Wunderschön auf Beuchel, Beuchel frei, Lavric und das Tor. 17. Minute, 1:0. Dynamo Dresden, Klemen Lavric, 9. Saisontor des Slowenen. Deshalb holte Dynamo Ansgar Brinkmann, der zieht 4 Frankfurter auf sich. Beuchel löst sich im Rücken und Lavric ist vor Chris am Ball. Kein Abseits von Beuchel, das Herausstürzen des Quartetts schaffte die Lücken. Erster perfekt vorgetragener Dynamo-Angriff, erstes Tor. Christoph Franke, seine Dynamo-Bilanz, 122 Spiele, 61 Siege, 32 Unentschieden, nur 29 Niederlagen, vom Klassenerhalt ist er überzeugt. Tiefer, schlammiger und seifiger Boden, Dresden überbrückte das Mittelfeld hoch, Frankfurt versuchte spielerisch nach vorn zu kommen, angetrieben vom hochmotivierten Ochs. Van Lent. Doriča, der ist frei und der ist schnell. Krešić mit einem glänzenden Reflex. Letztes Wochenende war Ignaz Krešić noch in Kroatien, besprach dort mit seinem Anwalt das weitere Vorgehen wegen der Heuzer-Vorwürfe. Unbeeindruckt der 37-Jährige heute im Tor. Frankfurt stand tief, ließ Dresden bis an den 16-Meter-Raum kombinieren. Das war gefährlich, denn aufgepasst, Oswald. Schön auf Hauser. Und der Beuchel, dafür gibt es keine Entschuldigung. Das ist der Grund, warum Dynamo auf dem 18. Tabellenplatz noch steht. Das ist individuelles Versagen. 22 Minuten bis hier gespielt. Christoph Franke beim Wechselbar zwischen Jacke aus und eingraben. Ganz starkes Spiel, besonders von Dynamo, Tempo-Fußball. Frankfurt drückte dann auch ein bisschen nach der Dresdner Führung. Booster. Drei Dynamos gegen zwei Frankfurter, trotzdem Char am Ball und wieder Krešić. Sonst hat Dresden in dieser Phase immer Gegentore bekommen. Krešić hielt noch die Null. Letzte Woche glänzte die Eintracht mit spielerischen Ergüssen. Heute waren andere Tugenden gefragt. Die Eintracht nahm den Kampf aber nicht an. Beuchel, Kennedy und Pröll hat ihn. 41. Minute. Frankfurts umgestellte Viererkette hatte mit Kennedy, Lavric und den aufrückenden Beuchel Schwerstarbeit zu verrichten. Hoffmann in der Luft, oft der Verlierer gegen
Kennedy. Zur Pause lag die Mannschaft von Friedhelm Funkel. Eintracht Frankfurt 0:1 gegen Dresden hinten. Wir erwarten in der zweiten Hälfte eine Schlacht. Ein wunderschön herausgespieltes Tor brachte Dresden mit 1:0 in Führung gegen Eintracht Frankfurt. Lavrić war der Schütze. Schleppender Beginn, dann aber im zweiten Abschnitt. Dresden ließ sich Zeit, Frankfurt zunächst viel zu passiv. Leventecik. Wiedener gegen Brinkmann, geschickt vom Dresdner Routinier. Wieder Wiedener auflaufen lassen, Hacken hoch. Freistoß geschenkt. Aber gute Position für Dynamo Dresden, denn sie haben Linksfuß Oswald. Oswald, Pröll und Lavrić staubt ab. 2:0. Dynamo Dresden, 10. Saisontor des slowenischen Nationalspielers. Lavrić im Doppelpack. Das Herauslaufen von Jones unglücklich, dadurch war die Seite offen. Gut reagiert von Pröll, aber Wiedener schlief bei Lavrić. Seitdem Klemen Lavrić in der slowenischen A-Nationalmannschaft spielt, ist der 23-Jährige selbstbewusst. Guter Einkauf, Dynamo. Christoph Franke über seinen Stuhl kreist nicht der Geier. Es gab zwar eine Kontaktaufnahme von Dynamo, doch Eduard Geier soll ganz andere finanzielle Vorstellungen haben als Dynamo. Und Geier soll nicht bereitstehen als Feuerwehrmann in der zweiten Liga. Nur eine Minute später, Ecke Frankfurt, Weißenberger. Schur mit dem Anschlusstreffer. Der Kapitän verkürzt mit seinem zweiten Saisontor. Hier war nichts entschieden, alles wieder offen. Weißenberger gekommen für Meier und kein Dynamo bei Schur. Schlechte Zuteilung. 15. Tor der Eintracht per Kopf, aber erstmals in diesem Spiel gewannen die Hessen ein Duell in der Luft. Franke, er malträtierte sein Kaugummi. Die Schlussphase gehörte den Frankfurtern. 4 der letzten 5 Spiele hat die Eintracht gewonnen. Die wollten den zweiten Auswärtssieg, um oben noch einmal mitmischen zu können. Weißenberger, lauffreudig. Auf Van Lent, aber der Winkel zu spitz. Aber immerhin, es gibt Ecke für die Gäste. Gleiche Position, gleiche Situation wie beim Anschlusstreffer. Wieder Weißenberger, diesmal lang auf Van Lent, aber Krešić war oben. Starkes Comeback des Aufstiegstorhüters Krešić. Wenig Entlastung bei Dynamo, nur nach Standards. 80. Minute, Ecke Dresden, Oswald, Kennedy und Pröll. Dresden am Ende ausgepumpt, der Kampf kostete Kraft. Beeindruckend, aber die Dresdner Lufthoheit eigentlich eine Eintracht-Spezialität. Die letzten Minuten im Habichstadion. Bei einer Niederlage könnte sich Frankfurt fast vom Aufstiegskampf verabschieden. Bei einem Unentschieden Dresden fast vom Klassenerhalt. Einige Zuschauer tickten aus. Viele Hardcore-Fans im Stadion. Der DFB wird einen Sonderbericht fertigen. Krešić forderte den letzten Einsatz der Fans, denn es gab noch einmal Eckball für Frankfurt. Torhüter Pröll war mit vorn. In der Schlussphase Dynamo anfällig. Weißenberger, Hoffmann, Köhler frei, aber mit dieser Luftnummer. Noch einmal Ballbesitz für Frankfurt. Köhler, Krešić und da lauerte noch einmal Bayerle, doch dann war Schluss. 2:1 gewinnt Dresden gegen Frankfurt. Die Eintracht tief. Genau der Glaube war es, der Dynamos Hoffnungen auf den Klassenerhalt nährte und Christoph Franke im Amt beließ. Amen. Der Moment der Erlösung für Christoph Franke. Die Mannschaft hat ihren Trainer heute nicht im Stich gelassen. Glauben Sie, dass die Mannschaft heute auch für Sie gespielt hat? Ist möglich, aber in erster Linie sollen die Spieler für sich und für Dynamo spielen. Und für ihre Fans, aber vielleicht auch für mich. Wenn jeder erstmal für sich spielt und Leistung bringt und 90 Minuten kämpft, dann spielen wir auch für Trainer, spielen wir für Verein und wir spielen auch für unsere Fans hier. Und wir wollen auch mit unseren Trainern weiterarbeiten. Wir haben mit unseren Trainern sehr viel Erfolg gehabt. Wir stehen dazu und unser Trainer soll auch bleiben. Es waren die wohl stressigsten 90 Minuten seiner Trainerlaufbahn. Das Vertrauen des Vereins in Franke hat sich ausgezahlt.
Bei der Arbeit von Christoph Franke dürfen wir aber eins nicht vergessen. Ohne ihn würde es Dynamo auf der Fußballlandkarte Deutschlands vielleicht schon nicht mehr geben. Er hat uns aus der Oberliga rausgeführt, in die Regionalliga, dann in die zweite Liga. Da hat er ganz einfach auch einen Bonus. Und er hat auch in diesem Jahr bewiesen, dass er eine gute Arbeit leistet. Und eins darf man auch nicht vergessen, er schießt weder Elfmeter, er steht auch nicht im Tor und er schlägt auch keine Flanken. Bei bestimmten Situationen ist er auch am Rande des Spielfelds ganz einfach ohnmächtig. Umso mehr bin ich stolz auf die Mannschaft, wie sie heute, auch heute wieder für den Trainer gefeitet hat. Ein seltenes Happy End im Profifußball. Der Verein hat die Nerven behalten und Christoph Franke kann weiter. Größte Hoffnung im Abstiegskampf. Clemen Lafritsch, so etwas wie die einzige Konstanz und Beständigkeit bei diesem so unberechenbaren Club aus Dresden. Wenn überhaupt einer diese enorm schwache Auswärtsbilanz der Sachsen beenden kann, dann der Slowene Lafritsch. 11 Mal in fremden Stadien und nur ein mickriges Pünktchen sprang dabei für Dynamo heraus. Viel zu wenig Ihr Auftrag, Herr Lafritsch. Dresden kommt von den Abstiegsplätzen nur dann überhaupt weg, wenn es auch mal in der Fremde klappt. Und so benehmen sich Gäste daneben. Auch das hat Tradition bei Dynamo. Leider immer Hornochsen auf Reisen. Karlsruhe in Weiß mit dem ersten Freistoß. Anknüpfen an das tolle Spiel in Köln am Montag. Kritzer und Eggimann, Frühaufsteher, 2. Minute. Unter Ede Becker hat sich der KSC zur besten Defensivabteilung der Liga in 2005 entwickelt. Was soll da noch schiefgehen? Immer noch die ersten Spielzuckungen. Seinko heute die einzige Spitze des KSC. Aber was für eine. Kukielka vernascht Schwarz. Ein Kopf zu klein. Aber das war bezeichnend für Karlsruher Siegeswillen. Und mit schon satten 29 Gegentoren war sein Team der beste Gast. Knappe Viertelstunde vorbei. KSC, KSC, KSC. Kein anderer spielte hier. Die Partie lief, wie sie vom Papier her zu erwarten war. Dresden auswärts irgendwie nicht existent. Dick direkt, das macht Spaß. Einbahnstraßenfußball. Gottfried Aduobe, eine wirkliche Verstärkung fürs badische Mittelfeld. Schnell und schön spielen die. Barsic und Männer. Alles beim Alten. Und das war gelinde gesagt. Purer Dusel von Situation. Klären kann man bei dieser Barsic-Aktion wohl kaum sprechen. Er hat es erst gefährlich gemacht. Ja, Clemen Lafritsch ist eigentlich zum Torschießen spielen angereist und jetzt muss er mit zusehen, wie die Defensivabteilung auseinandergepflückt wurde. Also schnell zurück, Marsch, Marsch. Schlimmeres bei der Ecke verhindern war Denov Eggimann. Der Dauerbeschuss geht weiter im gleichen Stile, ohne Fortun und ohne Masmanidis. Gelbsperre für den zuletzt so erfolgreichen KSC-Stürmer. Mitte der ersten Hälfte. Kaum zu glauben, dass diese beiden Teams nur einen Punkt in der Tabelle trennt. Wieder der KSC. Seinko. Und Achtung, jetzt rechts der Bildrand. Dr. Fleischer gibt 11 Meter. Und jetzt mit den Augen wieder zu Kukielka, da ist er. Fassungslos. Wie würden Sie entscheiden? Es sieht erst nach nichts aus. Und Zaenko fällt ja auch sehr leicht. Aber der Pole schiebt ein bisschen mit den Armen. Diesen 11 Meter kann man pfeifen. Durchaus. Zaenko schießt selbst einen Schritt Anlauf nur. Das ist nicht cool, das ist arrogant. Dennoch die Führung hochverdient für die Badener. Wie leichtfertig geht der Russe mit diesem Elfmeter um? Torwart Kresic hat ihn eigentlich und dann doch nicht. Extrem dumm gelaufen. Es geschehen noch wundersame Dinge. Dresden in der Karlsruher Hälfte. Ecke. Brinkmann. Ausgleich. Der alte Mann und das Tor. Die erste Offensivaktion der Dresdner. Am kurzen Pfosten. Gegen 2 Mann durchgesetzt. Aduobe und Kritzer sind keine Gegner für Brinkmann. Schlechtes Stellungsspiel. Noch besser in der folgenden Einstellung zu sehen. Aduobe springt unter dem Ball durch. Kritzer steht zu weit weg. Es wäre Auswärtspunkt Nummer 2 für Lafritsch und seine Dynamos. Den bringt man hinterher, denn der geht direkt zu Franke. Neue Instruktionen vom Denker für den Lenker. Genau dafür hat Franke Brinkmann in der Winterpause
verpflichtet. Ja, es geht doch auch ordentlich im Dresdner Block zu. 8 Minuten noch. Plötzlich lieferte der Dynamo Strom und der KSC war wild hinten durcheinander. Basic, Lafritsch, das sah endlich nach Fußball aus. Letzte Szene vor der Pause. Jetzt kommt sie. Dresden auf einmal hellwach mit Joshua Kennedy. Fröhlich und Kennedy! Um ein Haar dieses Spiel gedreht. Ja, wie geht das denn? Ein knapper halber Meter fehlte nur dem Australier und das Spiel hätte auf dem Kopf gestanden. Pause in Karlsruhe, ja, den gibt's auch noch. Schnie, Schna, Schnappi, das Torkrokodil Sean Dundee, seit Wochen außer Gefecht, das Sprunggelenk kaputt. Er fehlt seinem Club enorm. Erste Szene, zweite Hälfte. Clement Lafritsch, bislang noch nicht der ganz große Bringer, aber den darfst du keine Sekunde aus den Augen lassen. Freistoß rausgeholt an der Strafraumgrenze. Gefährlich. Denn da gibt es ja Brinkmann, den weißen Brasilianer, der verspricht Künstlerisches. Aber hier ist es eher sehr dürftig. Der Beginn der zweiten Halbzeit war sehr schleppend. Lange passierte gar nichts. Eine gute Stunde gespielt. Dick. Lafritsch klärt im eigenen Strafraum. Einmal. Und nochmal. Und dann fault er auch noch selbst und will es nicht wahrhaben. Auch diese Freistoßentfernung riskant fürs eigene Team. Ivan Zajenko. Basic klärt vor Eggimann. Die anschließende Ecke und jetzt schauen Sie mal, was da passiert. Was da fliegt aus dem Dresdner Block. Zajenko schaut sich um und dennoch führt er diese Ecke aus. Auf Eggimann, Krešić. Gut pariert und dann geklärt. Und das war's zum Thema Fußball. Denn was jetzt passierte, ist ein ganz trauriges Kapitel. Kriegsähnliche Zustände. Raketen flogen reihenweise abgeschossen aus dem Dresdner Block in die KSC-Fans. Lebensgefährlich. Wie kann das passieren? Sicherheitsstufe 1 bei diesem Spiel und dennoch solche Geschosse im Stadion. Solche Szenen. Alle Beruhigungsversuche vergeblich. Ich begreife es nicht. Nichts für ungut. Das sind Geisteskranke, die gehören hinter verschlossene Türen, den Vogel zu den eigenen Fans. Mit Geldstrafe kommt da die DFL nicht bei. Das interessiert von denen keinen. Da hilft nur eins, keine Dresdner Zuschauer mehr im Stadion. Nur dann passiert sowas nicht mehr. Das Spiel unterbrochen für 10 Minuten. Dr. Fleischer fertigte einen großen Sonderbericht an. Beide Teams gingen in die Kabine. Unfassbare Szenen, die anständigen KSC-Fans machten noch ein wenig Stimmung. So geht's auch. 20 Minuten noch. Kanell. Schwarz. 1, 2, 3 Mann aussteigen lassen. Krešić. Eine Bank. Schnell rüber auf die andere Seite. Wir haben Nachholbedarf in Sachen Fußball. Lafritsch, Fröhlich, Miller. Was für ein Gestocher, was für eine dicke Dresdner Chance. Durchatmen. Glück gehabt und das schauen wir uns noch einmal ganz subjektiv durch die Lafritsch-Lupe an. Es war die letzte Szene für den Slowenen, denn dann passierte das hier. Eine saublöde Aktion für Lafritsch, unbeabsichtigt von Dick. Achten Sie auf das linke Sprunggelenk des Dresdners, verdreht und dann steigt der KSC-Mann auch noch drauf. Das sieht ganz böse aus. Lafritsch ausgewechselt, da ging natürlich überhaupt nichts mehr. Mit starken Schmerzen in die Kabine, gute Besserung. Der KSC hoffte, ein Sieg muss her. Heimspiel gegen einen Abstiegskonkurrenten und plötzlich steht Schwarz blockenfrei. Nix ist mit Absetzen vom Tabellenkeller. Es war die letzte Szene des Spiels. 1:1 unter dem Strich. Okay, aber optisch war der KSC präsenter und hätte hier gewinnen können. Dresden feiert seinen Auswärtspunkt, obwohl es hier eigentlich gar nichts zu feiern gab. Markus Jestedt mit ganz viel Aufklärung. Und Dresden jetzt ein bisschen gefestigter? Ja gut, weil wir fressen nicht mehr so einfache Gegentore. Das haben wir so ein bisschen abgestellt. Wir machen es dem Gegner schwerer, wir reden mehr hinten und wir stehen kompakter.
Doch Thema Nummer 1 sind die Hooligans aus Dresden. Herr Rudi, sehen Sie diesen zweiten Auswärtspunkt mit einem weinen oder mit einem lachenden Auge? Ja, also ich muss sagen, Hut ab vor der Mannschaft. Sie hat sehr gut gekämpft. Aber ich bin sehr enttäuscht von unseren mitgereisten Fans. Und ich muss noch mal dazu sagen, das sind maximal 20, 25 Leute, die hier dem Verein versuchen, kaputt zu machen. Und ich werde es nicht mehr dulden, ich lasse es nicht mehr durch. Ich habe mit dem Geschäftsführer schon gesprochen, habe auch schon bereits mit dem Sicherheitsdienst gesprochen. Ich war vor dem Spiel dort, man hat mich beklatscht, man hat die Mannschaft beklatscht und 20 Leute haben geschrien, raus und weiß Gott was. Wir können uns nicht von 20, 25 Leuten so im Verein beherrschen lassen. Und das werden wir abstellen. Das sportliche Ziel von uns ist, das ist im Vordergrund zu sehen und das wollen wir auch machen. Zum Schluss noch eine Botschaft nach Dresden. Dieser Applaus gilt einzig dem vernünftigen Anhang. Auch sie geraten völlig in Verruf durch ein paar Verrückte. Leider, leider, leider. Der Block K, da wo sonst die Dresdner Anhänger Minuten vor dem Spiel die Dynamo-Hymne schmettern, dieser komplette Block ist heute frei. Nur die 10.900 Sitzplatzkarten sind verkauft worden. Der DFB will mit dieser Maßnahme die Anonymität in den Stehplatzrängen verhindern. Alle Fans aus Block K sitzen heute verteilt. Der Verein Dynamo Dresden hat verstanden und gehandelt. Wir haben den Warnschuss vom DFB, von der DFL sehr wohl verstanden, haben daran gearbeitet, haben über 10 Leute festgestellt, haben das Bildmaterial der Staatsanwaltschaft übermittelt und ich denke, dass wir mit unserem neuen Sicherheitskonzept hier durchkommen werden. Neues Sicherheitskonzept von Dynamo Dresden heißt, es werden künftig im Rudolf-Habich-Stadion mehr Ordner sein als vom DFB gefordert. Unter den Zuschauern werden künftig zivile Ordner sein, die jeden der Polizei sofort übergeben, der Feuerwerkskörper zündet. Und an den Eingangsbereichen sind die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden. Es soll verhindert werden, dass Pyrotechnik in das Stadion kommt. Die Dresdner sind froh, dass sie nicht vor einer Geisterkulisse spielen müssen. Und wir freuen uns auf ein hoffentlich Frieden. Hat die Alemannia bestellt und nur 81 verkauft. Die härtesten Alemannen heute in Dresden. Für die weißen Aachener ein dankbares Spiel. Vielleicht greift ja der Mainz-Effekt der letzten Saison. Abgeschrieben, aufgestiegen. Das ist Jan Schlaudraff, erstmals von Beginn an dabei. Mutiges Solo bis zu Ignaz Krešić, vierte Minute. Die Alemannia mit gutem Auftakt spielte gut sortiert auf schwierigem Boden. Erst heute um 11 Uhr hatte Schiri Hermann Albrecht grünes Licht fürs Spiel gegeben. Simon Rolfes in der 11. Minute. Dann Dresden. Der fieberkranke Kapitän René Beuchel wieder dabei, aber Aachen präsenter, ballsicherer. Übermeier und Schlaudraff zu Jens Scharping. Scharping, Unterhecking in Lübeck, wichtigster Spieler in Aachen wegen Verletzungen noch nicht in Schwung. 13. Minute, harte Security-Checks. Die letzten drei Fans betreten das Stadion und kommen gerade recht zur ersten Chance für Dynamo. Carsten Oswald. Er war lange gesperrt. Seit er wieder mitspielt und aufrüttelt, geht's aufwärts für Dynamo. Die 22. Minute, schon wieder Oswald. Der Ball kommt zu Ansgar Brinkmann gegen Plasenrich. Oh, der Brinkmann, dafür liebt man ihn in Fußball-Deutschland. Und Kennedy, schwer diesen Ball zu drücken. Aber Ansgar Brinkmann spielte mit einer Zerrung im linken Oberschenkel, deshalb sein Verband. Und dann foppt er Plasenrich. Seine Verpflichtung zur Winterpause scheint sich auszuzahlen. Die positiv Verrückten, das die beste Nachricht des Tages, prägten heute das Bild für Dynamo. 26. Minute, Dresden erkämpfte das Gleichgewicht. Krešić mit langem Ball nach vorn auf Lavrić, der im Solo. Lavrić, frech. Klemen Lavrić, so einer ist wichtig für Dynamo, weil die Breite des Kaders fehlt, dürfen die Topspieler wie Lavrić nicht formschwanken. 34. Minute, Aachen. Patzte im Aufbau und da kommt Basic, der kämpft um seine Zukunft in Dresden. Bei Abstieg muss der Bosnier als Nicht-EU-Ausländer definitiv gehen. Und dann Basic auf Lavrić. Und Moses Cicone rettet vor Kennedy. Sonst stehen sie Press im Block K. Heute passen hier der Malo Sandro Schneider und der Tischler Sebastian Tomalla auf. Die 40. Minute, wieder Dynamo-Freistoß und der präsenteste Dresdner bisher, Ansgar Brinkmann.
findet. Kukielka. 1:0 für Dynamo Dresden. Mariusz Kukielka, der polnische Nationalspieler, in seinem 6. Spiel mit dem 1. Tor. Brinkmann spielt den Ball ganz bewusst auf den langen Pfosten. Kukielka in Nürnberg kam er einst nicht zurecht, spielte wieder in Krakau. In Dresden nun scheint es zu klappen. Erik Meier verpasst den Ball für die Aachener. Um Millimeter, was ich Stehle beim besten Willen nicht vorstellen kann. Deshalb lässt er Kukielka ziehen. Manchmal verschwimmt sie, die Schärfe zwischen Ordner und Fan. Die 43. Minute. Lavric. Gegen Klitzpera, seine Flanke. Cichone köpft zu, Basic, Rolfes wehrt ab. Und Doll schlägt den Ball weg. Aber bis hierher wirken die Aachener nicht sicher. Die beste Auswärtsabwehr der Liga, erst 10 Gegentore in 11 Spielen. 44. Minute, Schlaudraff, Freistoß und dann fällt Cichone im Strafraum. Dieter Hecking beklagte, dass momentan auch das Glück fehlt. Und diese Szene wird er als Beleg dafür anführen. Denn der Kukielka, der hält den Cichone ganz klar fest. Das ist ein Elfmeter. Nachspielzeit, erste Hälfte, Freistoß. Klar, Brinkmann. Aber Lavric darf schießen. Ins Tor. Klemen Lavric, das 9. Tor in den letzten 10 Spielen. Längst ist der slowenische Nationalspieler geworden hier in Dresden. Dynamo Clever hat ihn schon für die nächste Saison gebunden. Die Fans in Block H außer sich und auch in Block K super Stimmung. Tomalla und Schneider klatschen ab. Es ist ein Schuss in die Torwartecke. Straub steht ein bisschen zu mittig im Aachener Tor. Im Hinspiel 1:5, nun 2:0. Ab zur Halbzeitzigarette. Tomalla und Schneider von ihrer verantwortungsvollen Aufgabe befreit für 15 Minuten. Wir sind wieder hier in 18 Sekunden. Willi ist da. Landgraf für Stehle, das Heckings Reaktion auf das 0:1. Und er brachte auch noch Pinto für Michalke. Die 55. Minute. Und da ist Pinto. Die beiden Neuen, sie brachten erst einmal Schwung. Willi Landgraf wurde sogar mit Rufen in Dresden gefeiert und findet hier Cichone. Da kommt Lavric und der fällt wie eine Granitplatte. Cichone, der zieht tatsächlich den Arm hoch. Glück, dass er an der roten Karte vorbeischrammt. Es gab nicht mal Freistoß. Aber so übel, wie Lavric hier anzeigt, war es dann auch nicht. Der Alemannia drohte die 7. Niederlage in den letzten 8 Spielen. Was für eine schwarze Serie. Scharping und dann nochmal Landgraf. Es lohnte sich in dieser Phase kaum noch hinzusehen. Wenn es nicht so frostig wäre, man könnte sagen, das Spiel plätscherte vor sich hin. Schon die 77. Minute, Straub. Der Ball kommt zu Erik Noll. Und Dresden stochert ihn zu Brinkmann, doch Noll kämpft, holt ihn zurück. Pinto. Meier. Jan Schlaudraff und Willi Landgraf. Hören Sie mal. In der Mitte klärt René Beuchel, der Dresdner Kapitän. Ihm kam die Absage gegen Köln zu Pass. Seit Montag kann der Fieberkranke wieder trainieren. Die 85. Minute, das kann doch nicht die Alemannia sein, die Deutschland im UEFA Cup begeisterte, die so schönen Fußball in der Vorrunde präsentierte. Bisher blutleer. Willi Landgraf. Es ging nach vorn herzlich wenig für die einst so offensiv starken Aachener. Landgraf mal mit Tempo, wenn es auch nur beim Einwurf war. Schlaudraff. Noch einer der Besten. Er findet Blas Henrich. Erik Meier mit dem Kopfball und Kresic. Die einzige, die beste Chance für Alemannia Aachen. Was für ein Armutszeugnis. Dieter Hecking entsetzt über seine Mannschaft. 0:2 beim Tabellenletzten. Hecking und Schmadtke, fassungslose, leere Gesichter.
Das Duo Tomalla-Schneider dagegen amüsierte sich prächtig über den Kopfball von Erik Meyer. Die 90. Minute, noch einmal Dynamo Dresden, 2:0 in Führung. Und dann René Beuchel. Oh je, so sah sie aus, eine Hälfte, die eine Berichterstattung eigentlich nicht verdient hatte. Dynamo Dresden konnte es egal sein. Sie führten ja und nun feierten sie sich. Tolle Stimmung im halbleeren Stadion. Ein letztes Mal Alemannia. Erst 4 Tore 2005. Das ist die schlechteste Ausbeute aller Vereine. Und dabei blieb es. Das Aus im UEFA Cup ist offensichtlich den Willen der Aachener gebrochen. Sie fügten 45 Minuten lang sich in die Niederlage. Und Dynamo Dresden atmet auf. 2:0 gewonnen und die Strafe abgesessen. Der Bericht, er wird vermelden. Keine Vorkommnisse in Dresden. Damit hat auch der DFB gewonnen. Für seine Entscheidung nicht das gesamte Stadion. Dynamo Dresden feiert ein leeres Stadion aus purer Gewohnheit. Laola vor Block K. Dresden startet eine Serie. Erstmals dreimal in Folge gepunktet. Die Sachsen verlassen die Abstiegsplätze. Wir wussten, dass Aachen in einem Tief ist, sage ich mal. Die hatten gegen Aue zu Hause 5:1 verloren. Und das wollten wir ausnutzen und es ist uns recht gut geglückt. Wir haben 3 Punkte eingefahren, sind jetzt endlich mal von den Abstiegsplätzen weg. Für Mahler Schneider und Tischler Tomalla war es ein unfassbarer Abend. 3 Punkte und dazu 90 Minuten exklusive Sicht aus Block K. Das gibt's nie wieder. Fans waren ziemlich sauer auf die Stadtväter von Saarbrücken, denn die erteilten ihnen ein Aufenthaltsverbot in der City für alle gewaltbereiten Fans. Insgesamt hatten sich rund 1000 Dynamo-Fans auf die 660 Kilometer lange Reise gemacht. Übrigens die weiteste Fahrt für die Dresdner in der zweiten Liga. Dynamo in Gelb von rechts nach links. 3 Spiele ohne Niederlage, endlich nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das macht die Brust so richtig breit. Und so spielten sie dann auch. Und wir sehen jetzt den klassischen Fall von passivem Abseits. René Beuchel mit der Chance gegen Adjele. Und der ist in letzter Sekunde dazwischen. Dresdens Kapitän mit einem feinen Kabinettstückchen da oben in der Luft. Aber Adjele ist ebenso kompromisslos wie fair im eigenen 16 Meter. Saarbrücken nach 3 Niederlagen in Folge heute schon unter einem gewissen Druck gewinnen zu müssen, denn so weit ist es nicht mehr bis zum Abgrund. El Idrissi und dann wird turbulent. Benčić, immer noch Benčić und Beuchel rettet da in höchster Not gegen Benčić. Saarbrücken bestimmte jetzt nach circa 15 Minuten immer mehr das Geschehen. El Idrissi auf Benčić. Krešić kommt und ist das ein Elfmeter? Am Gesichtsausdruck von Benčić leicht abzulesen. Schiedsrichter Thomas Frank entschied auf Schwalbe und schimpfte ausgiebig mit dem vermeintlichen Schauspieler. Aber wenn wir die langsamen Bilder sehen, muss man erkennen, Benčić berührt rechtzeitig den Ball. Und Krešić berührt dann den Stürmer. Die Mehrheit der Schiedsrichter hätte hier wohl Elfmeter gepfiffen. Die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga versuchte sich vom Druck der Saarländer zu befreien. Lavrič gegen Adjele, Lavrič und Peter Eich dazwischen, nicht souverän, aber durchaus notwendig, denn hinter ihm kam schon der Kennedy angerauscht. Mittlerweile gute Stimmung bei den Dynamo-Fans. Bei diesem Herrn hier vorn dauerte die Leibesvisitation der Polizei sicher nur wenige Sekunden. Saarbrücken ist ja der stärkste Aufsteiger, vor allem spielerisch konnten sie oft überzeugen, aber heute lief es nicht richtig rund. Fehler von Opitz, Fröhlich, Krešić dazwischen, dann Benčić und Basic auf der Linie. Horst Ehrmann traut als HB-Männchen Teil 1. Den Stellungsfehler von Opitz kann Krešić noch ausbügeln und beim Schuss von Benčić übernimmt Basic die Torwartaufgaben. Knapp 40 Minuten gespielt. Dresden zog sich zu weit zurück und überließ Saarbrücken das Geschehen. El Idrissi. Klasse die Flanken. Saliva. Ach, herrje, du großer Schreck. HB-Männchen Teil 2 mit Horst Ehrmantraut in der Hauptrolle. Aber er hat ja auch recht. Man kann den Trainer von Saarbrücken da nur zu gut verstehen. Solche Bälle musst du als Profi einfach verwerten. Sonst hast du in dieser Spielklasse einfach
keine Chance. Dynamo Dresden hatte stark begonnen, dann aber ebenso stark abgebaut. Jetzt hofften die hier auf einen baldigen Pausenpfiff. Das ist Carsten Oswald. Oswald, boah! Ein toller Schuss von Carsten Oswald. Schon sein viertes Saisontor. Und Saarbrücken hätte wissen müssen, wie gefährlich die Dresdner schießen können. Das war schon das 7. Tor aus großer Distanz für Dynamo. Ein klasse Treffer von Oswald. Unhaltbar für Peter Eich aus gut und gerne 25 Meter. Bisschen glücklich diese 1:0-Führung für die Gäste kurz vor der Pause. Und die wollten jetzt noch mal schnell einen nachlegen gegen konsternierte Gastgeber. Lavrić. Plötzlich ist er mal durch. Lavrić. Immer noch Lavrić und wird wieder mal geblockt von Adjele. Der mit 11 Toren gefährlichste Angreifer der Dresdner lieferte sich packende Duelle mit Adjele. Pause 1:0 für Dresden. Das muss die Freundin zu Hause unbedingt erfahren. Bis hierher hatte sich die weite Reise doch durchaus gelohnt. 45 Minuten hatte Saarbrücken jetzt noch Zeit, das Spiel zu drehen. Das ist wieder in Saliva. Als Vorbereiter heute deutlich besser, denn als Vollstrecker. Und da hinten ist El Idrissi. Wahnsinn! Warum schießt denn keiner von den Blau-Schwarzen mal auf das Tor? Immer wieder wird quergeschoben und aufgelegt. Zu selten der direkte Weg zum Abschluss gesucht. So verpuffen dann die besten Chancen. Bei Horst Ehrmann-Traut hatte der Pausentee beruhigende Wirkung gezeigt. Mal abwarten, wie lange die wohl anhält. Seine Mannschaft kam, das Spielgeschehen komplett verlegt in die Hälfte der Gäste. Und ab und zu blitzte jetzt das tolle Spielverständnis der Gastgeber auf. Und dann schreit das ganze Stadion Hand, das war doch Hand. Und das war es auch, aber ohne Absicht. Oppitz wird eindeutig angeschossen, es gibt keine Bewegung der Hand zum Ball. Also korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Thomas Frank. Eine Stunde gespielt, 21 Mann in der Hälfte von Dynamo Dresden. Nährbauer, der macht ein gutes Spiel, suchte immer wieder den Weg überaus, meistens über rechts. Und das ist Hagner, der Mann, der alles spielen kann. Er ist Ehrmann-Trauts Allzweckwaffe, hat schon 6-mal getroffen. Und das hier wäre sicherlich sein schönster Saisontreffer geworden. Dynamo Dresden brauchte Unterstützung und echte Fans spüren das. Das wäre aber auch ein Ding, heute an einem Freitag im 13. Versuch erstmals auswärts 3 Punkte zu holen. Das aber wollte Horst Ehrmann-Traut verhindern und brachte neue Spieler. Caruso und Stuff kamen rein, Benčík und Thibaut mussten auf die Bank. Es war noch Zeit genug. Stuff ging ganz vorne rein, Saarbrücken drängte. Saliva. Und das ist Adjele. Vielleicht war der da etwas überrascht, dass Krešić bei seinem Irrflug im nachtblauen Himmel so daneben greift. Auch hier war durchaus mehr möglich. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Dresdens Trainer Franke wirft Zucker ein für angespannte Nerven. Seine Mannschaft verteidigte die Führung mit aller Leidenschaft, aber sie stellten sich zu weit hinten rein. Konnte das gut gehen auf die lange Zeit. Saarbrücken diszipliniert, über außen, immer wieder über rechts. Und das ist wieder El Idrissi auf Stoff. Wieder so eine gute Schussgelegenheit. Und wieder legt El Idrissi den Ball nochmal quer auf Stoff, der aber sofort geblockt wurde. Die 1000 Dresdner Fans machten hier richtig gute und vor allem positive Stimmung. Die 6000 Saarbrücker Fans hofften nur noch schweigend. Noch 5 Minuten zu spielen. Lavrić als Spitze. 20 Meter in der eigenen Hälfte. Das sagt eigentlich alles über die taktischen Maßnahmen von Dresden zum Ende der Partie. Hilfe musste kommen und das ist die Hilfe in Form von Carsten Oswald. Den greift überhaupt keiner an. Carsten Oswald. Was für ein Hammer! Saarbrücken hatte wohl vergessen, dass er, der Torschütze zum 1:0, richtig viel Kraft im linken Schuh hat. So, und dann hatte es Dynamo Dresden geschafft. Die ersten 3 Auswärtspunkte in dieser Saison. Die freuten sich hier draußen auf der Bank, als hätten sie soeben den Klassenerhalt geschafft. Und ganz nah dran, mitten im Geschehen mit der Kamera, war mein Kollege Aljoscha Pause.
Die Saarbrücker haben stark gespielt. Wir haben gut dagegen gehalten, haben aber auch etwas Glück gehabt heute. Und ich muss sagen, da fallen einem dann schon die Steine vom Herz. Ja, gerade in dieser Situation, wo wir jetzt eine kleine Miniserie hatten, da den ersten Dreier zu schaffen und das in Saarbrücken, also das war uns eine Riesenfreude. So haben wir jetzt erstmal etwas Luft nach unten und können weiter daran arbeiten, den Klassen. Endlich mal ein Auswärtssieg und schon sind die sonst so gefürchteten Dynamo-Fans lustige Gesellen. So haben in Saarbrücken wenigstens die Polizisten heute noch einen entspannten Abend. Christoph Franke, alles spricht über Podolski. Wie wollen Sie diesen Mann ausschalten? Also ich denke, er ist in einer so guten Verfassung, dass man ihn total nicht ausschalten kann. Aber wir wollen, wenn jemand in Zweikampf geht gegen ihn, immer mit Sicherung spielen. Also dass, wenn er einen ausnimmt, möglichst dann der Zweite sofort eingreifen kann. Ansgar Brinkmann laboriert seit einer Woche an einem Muskelfaserriss. Jetzt war zu lesen, er kann eventuell doch spielen. Was ist... Nee, er spielt nicht, weil uns das Risiko zu groß ist. Er hat auch noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Ab morgen wird er wieder zurückgehen ins Mannschaftstraining und ich hoffe, dass er am Sonntag dann gegen Oberhausen spielen kann. Die unglaublichste Geschichte in Ihrer Mannschaft finde ich Ignaz Krešić. Am 5. Spieltag von selbst zurückgetreten. Jetzt ist er eine Stütze der Mannschaft. Hat er so eine Leistungssteigerung erfahren in der Pause oder ist er psychologisch nur stabiler geworden? Also ich denke, dass zu Beginn waren Anpassungsprobleme. Wir haben ja immerhin das erste Mal in der zweiten Liga gespielt, er auch, obwohl er schon etwas älter ist. Dann ist im Winter ein neuer Konkurrent für ihn gekommen. Dort hat er sich dann unheimlich reingehauen im Training. Und dieser Konkurrenzkampf, denke ich, hat ihn beflügelt, dass er jetzt bessere Leistung bringt. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und die Mannschaft spielt gut, seitdem der Verein sich ganz klar zu Ihnen bekannt hat. Zufall oder ein Bekenntnis der Mannschaft? Du bist die Spielerfragen, aber ich denke, das ist schon wichtig, dass eine kontinuierliche Arbeit gemacht wird. Es gab einige Schwierigkeiten, die für mich normal sind, wenn man in eine Klasse höher spielt oder innerhalb von 3 Jahren 2 Klassen aufsteigt. Und ich hoffe, dass jetzt eben diese gravierenden Schwierigkeiten vorbei sind und dass wir die Runde so beenden, dass wir in der Klasse bleiben. Dankeschön, Christoph Franke. Seit 4 Spielen ungeschlagen. In den letzten 4 Partien 10 Punkte. Das sind die Statistiken von beiden Mannschaften. Und deshalb unser Topspiel heute. Dynamo Dresden gegen den 1. FC Köln. Seit 180 Minuten ist Ignaz Krešić ohne Gegentor. Seit 4 Spieltagen steht der Kroate wieder im Dynamo-Kasten. Seit diesen 4 Partien ist Dresden ungeschlagen. Seitdem der 38-Jährige wieder zurück ist, sind die Sachsen auf der Erfolgsspur. Blick zurück von selbst. Am 5. Spieltag zurückgetreten, als einziger eigene Fehler benannt. Jetzt Leistungsträger, eine vorbildliche Geschichte dieser Ignaz Krešić. Dynamo gelb-schwarz, Köln in weiß. Wir beginnen mit diesem Freistoß von Oswald. Abgefangen, der FC unverändert zur Vorwoche. Bei Dresden musste Kapitän René Beuchel ersetzt werden. Für Beuchel spielte Christ. Köln mit Problemen im Spielaufbau. Dresden setzte energisch nach. Kennedy. Bielica, Ballverlust. Kennedy. Auf Lavrič, zu steil, Chance vergeben. Lavrič heute die sächsische Sturmspitze. Kennedy kam heute mehr aus dem Mittelfeld, sollte ein wenig mithelfen, Beuchel zu kompensieren. Dieser erste Auswärtssieg letztes Wochenende kam den Dynamos ganz recht, so war der Druck heute gegen Köln nicht ganz so enorm. Foul hier von Kullmann an Kennedy, es gab Freistoß für Dynamo Dresden. Das Verlassen der Abstiegsplätze beflügelte Dynamo. Offensiv Akzente setzen, ohne Gegentor bleiben, das die Dresdner Taktik. Freistöße, normalerweise eine Sache für Hammerfuß Oswald. Aber es schießt Christ direkt auf Bade. Christ als Spielmacher vom SC Feucht geholt, mit Anpassungsproblemen in der zweiten Liga. Lange Reservist, jetzt mit der zweiten Chance in der zweiten Liga. Riskant gestellte 3-Mann-Mauer vom FC. Schinzilords löste sich, da unterschätzen die Kölner wohl die Schussstärke von Christ. Andere Seite, Eckball Köln, Streit, 16. Minute. Lang auf Sinkiewicz und ab ins Tor. Aber abgepfiffen, Schiedsrichter Sippel entschied auf Stürmerfoul.
Aus der Tiefe kam Sinkiewicz gelaufen. Fröhlich und Oppitz hetzten hinterher und dann hatte Sinkiewicz Fröhlich gestoßen. Fröhlich gegen Sinkiewicz, gewiss nicht die vorher abgesprochene Kombination bei Dynamo. Aber weiter 0:0. Lavric oft allein vorn, doch der Slowene mutig, setzte zum Solo an. Lavric gegen Bilica, das gibt Freistoß für Dynamo Dresden. Das Suchen der 1-gegen-1 Situationen, um am Ende einen Freistoß herauszuholen, legitimes taktisches Mittel von Dynamo. Gezogen hatten hier aber beide. 2005 erzielten die Sachsen 6 ihrer 9 Tore nach Standards. Jetzt Christ, nicht schlecht. Absolut zu verstehen, dieses Stoßgebet von Bilica. Denn er klärte vor dem freistehenden Kennedy. Die Kölner wählten in dieser Saison die Taktik der kleinen Schritte. Spielerisch auf keinen Fall der große Überflieger, aber immer langsam nach vorn, so auch heute. Keine Glanzleistung, aber ab der 28. Minute kamen die Kölner. Podolski. Abgefangen, aber noch einmal Lukas Podolski. Erstes Achtungszeichen vom deutschen Supertalent. Nur wegen dem, sagt Ansgar Brinkmann, würde ich Eintritt zahlen. Der macht mir Spaß, den will ich sehen. Und Brinkmann konnte sehen, laboriert an einem Muskelfaserriss. Überhaupt keinen Spaß hatte hier Dynamo-Keeper Kresic, denn Podolskis Schuss von Kukielka noch abgefälscht. Podolski 19, Kresic 38. Im Prinzip das Duell Vater gegen Sohn, wobei der Ältere noch lange nicht daran denkt, aufzuhören. 2 Jahre will Kresic noch Fußball spielen und Dynamo wird ihm auch ein Angebot unterbreiten. Bei Dynamo hat noch kein Top-Team der Liga gewonnen. Frankfurt, Duisburg, Aachen, sie alle fuhren aus Sachsen ohne Punkte ab. Auch heute gegen Köln. Dynamo insgesamt torgefährlicher in der ersten Hälfte. Voll von Kuhlmann an Fröhlich, Freistoß Dynamo. Viele kleine Nicklichkeiten, aber nicht unfair. Dynamo weit nach vorn auf Kennedy, Schinzilord und wieder Christ, 42. Minute. Ja, Dresden spielt in der Rückrunde nicht mehr den anfänglichen Hurra-Fußball. Die Mannschaft rennt nicht mehr taktisch so undiszipliniert nach vorn. Christ, noch ein Unbekannter, aber ein talentierter Mann, sagt sein Trainer. Der ist ein junger Ballack. Und Christoph Franke darf das sagen, denn nur die eingefleischten Nahost-Experten wissen, dass dieser Mann schon große Namen trainierte. In Chemnitz zwischen 96 und 2000 eben einen Ballack. Silvio Meissner, Heiko Gerber, Per Kluge, Nebojša, Krupnikovic und Erwin Skeel. 19.400 Zuschauer heute im Harbi-Stadion. Die Euphorie groß. Insgesamt hat Dynamo einen Schnitt von über 14.000. Ist damit bei Klassenerhalt sehr gut aufgestellt für die kommende Saison. Dresden plant mit einem Etat von 8,3 Millionen. Mit 2,3 Mio mehr als im Aufstiegsjahr kann die Mannschaft also deutlich verstärkt werden. Nach der Werbung sehen Sie die Tore. Wir sind in Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. Komplett, perfekt, extrem stark. Das größte Talent aller Zeiten. Elogen in dieser Woche von Wolfgang Overath natürlich nicht über die eben gezeigte Dame, sondern über seinen Stürmer Lukas Podolski. Prinz Poldi ließ es aber bislang relativ ruhig angehen in diesem Spiel. Keine Tore bislang. 0:0 zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Köln. Wir springen in die 48. Minute. Dresden gelb-schwarz mit diesem Freistoß von Oswald. Und Bade und Kennedy. Kein Tor, weiter 0:0. In der zweiten Hälfte war aber Schluss mit dem Geplänkel. Es ging zur Sache. Zuerst köpfte Lavric vor Bilica, dann klärte der Brasilianer aber vor Kennedy. Mit einem Sieg wäre der FC heute wieder Tabellenführer und 10 Punkte Vorsprung hätten sie auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Und die Kölner wurden auch mutiger, setzten in den Zweikämpfen auch ein bisschen mehr nach. Podolski, Sinkela, abgeblockt, aber in die Mitte, Podolski, Kresic im ersten, Kresic im zweiten. Die Dramatik nahm zu, Gerange, Geschubse, Gepöbel. Und alle auf Podolski war nun das Dresdner Motto. Zuerst der Sport. Sinkela gegen Oppitz.
Abwehr in die Mitte. Und bei Podolskis Schuss Ebbers im Abseits, angezeigt vom Assistenten. Lukas Podolski verlor dann kurz die Kontrolle, wollte den Ball fausten, traf aber Kukielka. Tätigkeit überflüssig. Weiter Dynamo Dresden. Fröhlich verpasst, aber dann kommt Christ. Fröhlich und Christ, beide nur wegen der Ausfälle von Beuchel und Brinkmann auf dem Feld. Die kleinen Wirbelwinde extrem stark heute, ständig mit Torgefahr. Dresden steigerte sich, aber auch der erste FC Köln. Trotzdem wenig Stimmung bei den FC-Fans. Alle, die für das ursprünglich angesetzte Spiel eine Karte erworben haben und heute nicht konnten, denen übergibt der FC einen Gutschein über 49 Euro. Tolle Geste, gute Marketingidee. Eine Stunde mittlerweile gespielt, wieder Oswald. Freistoß Dynamo auf Kennedy und wieder Bade. Ein Tor lag in der Luft, nur keiner wusste richtig, auf welcher Seite. 32 Treffer erzielte der FC allein in den jeweiligen zweiten Hälften. Luft haben die Kölner also. Sinkiewicz, der ging jetzt mit nach vorn, brachte Bissigkeit in die Zweikämpfe und holte hier einen Freistoß raus. Sinkiewicz rackerte, klammerte, kam am Ende aber in die Zange. Freistoß Köln. Streit. Scherz. Vogt frei, der macht das Tor und das Tor zählt. 1:0 Köln, der Favorit in Front. Albert Streit auf den gerade eingewechselten Scherz. Der gewinnt das Kopfballduell gegen Kennedy. Und absolut unklar, warum weder Oppels noch Kukielka bei Vogt sind. Abseits alles regulär. Alexander Vogt mit seinem 5. Saisontor. Er ist damit der gefährlichste Abwehrspieler der Liga. Nach 240 Minuten kassierte Ignaz Krešić wieder ein Gegentor. Allein gelassen, im Stich gelassen. Nur Ignaz Krešić nahm das nicht gelassen. Dynamo gab sich aber nicht auf. Zum 17. Mal in dieser Saison in Rückstand. Das Gefühl kennen Sie. Der Ball kommt zu Oppels und der Oppels schießt. Spielerisch ging wenig bei Dynamo, aber Standards eben. Da sind sie gefährlich. Vom kämpferischen Einsatz stimmte auch vieles bei Dynamo. Doch die Offensivbemühungen häufig zu unkoordiniert und zu unpräzise. Erstmals in dieser Saison spielen die Sachsen doch mit 2 Siegen in Folge. Eigentlich hätten sie selbstbewusst sein müssen, aber sie kämpften. Kennedy auf Ziebig. Da ist Fröhlich frei und der Fröhlich macht den Ausgleich. 1:1. Absolut verdient dieser Treffer, in Ordnung. 4. Saisontor Christian Fröhlich. Lässig das Kölner Abwehrverhalten. Schauen Sie, der FC in Front. Trotzdem 4 Weiße gegen 4 Gelbe. Und was für ein Loch in der Mitte. Alle nur Begleiter. Keiner behinderte Kennedy. Keiner Ziebig und Springer weit weg von Fröhlich. Ignaz Krešić, Aufstiegsheld. Dann Buhmann, jetzt wieder gefeiert. Ein Wechselbad der Gefühle. Und apropos Gefühle, aufgepasst über diesen Ausgleich. Überglücklich Dynamo-Präsident Jochen Rudi. Und so gab es ein Küsschen für den Trainer, der sich dafür ein bisschen schämte. Im Hinspiel führte Dresden 2:0. Da kippte Köln die Partie. Jetzt vielleicht andersrum. Fröhlich. Stark heute, der bringt auch noch die Flanke und dann aber faul von Wansi an Bade. Im 5-Meter-Raum den Torhüter so zu behindern, das darf kein Tor sein. Übermotiviert, übertrieben, Wansi. Das Spiel war aber noch nicht vorbei. Die Schlussminute, Dresden mit Oswald. Köln schwimmt. Alle versuchen es, dann trifft Fröhlich und zwar ins Tor. Aus Rückstand in Front, das ist der großartige Abstiegskampf von Dynamo Dresden. Hammer Ossi mit den Bumseinwürfen. Kukielka verlängert. Wieder rammt Wansi da gegen Scherz, bereitet so das Tor aber vor.
Kukielka setzt nach und dann am Ende Fröhlich mit seinem zweiten Treffer. Da führt Köln auswärts, hätte auf 10 Punkte weg von den Nicht-Aufstiegsplätzen sein können, fährt dann aber ohne Zähler wegen Konzentrationsschwächen in der Schlussphase nach Hause. Christian Fröhlich, der freut sich, die schönen Frauen um Andreas Rettig hatten ihren Spaß, der FC-Manager und seine Spieler nicht. Mike Galay jetzt mit niedergeschlagenen Kölnern. Lukas Podolski, Sie haben viele schöne Momente erlebt beim 1. FC Köln. War das heute der bitterste? Ja, wir haben halt schlechten Fußball gespielt und dann am Ende auch verdient verloren, denke ich. Hübsding, es gibt manchmal Momente im Fußball, die kann man schwer begreifen. Ging es Ihnen so nach diesem 2:1 für Dynamo? Kann man sagen. Wenn man ein Spiel über 90 Minuten spielt und man ist nur 15 Minuten richtig auf Platz, dann ist das unverständlich. Sie haben gesagt, so wird es nichts mit dem Aufstieg. Das meinen Sie dann aber doch nicht ganz so ernst, oder? Ja, das meine ich. Weil? Ja, weil ich habe gesagt, wir haben jetzt noch 9 Spiele. Aber wenn wir 9 Spiele so spielen wie heute, dann schaffst du den Aufstieg nicht. Und jetzt die Hände zum Himmel und lasst uns Fröhlich sein. 2 Tore Fröhlich, Dresden war lustig. Arbig-Stadion zu Dresden, ein Tollhaus. Um den stets maßvollen Christoph Franke tobten die Emotionen. Christian Fröhlich, zuletzt umstritten heute der Matchwinner. Das bewegte dann auch den Trainer. Man darf nicht vergessen, vor 5-6 Wochen stand der Trainer noch in Frage und wir waren Absteiger, klarer Absteiger und sind jetzt fast von Toten zurückgekehrt. Also ich denke schon, Dynamo Dresden hat sich zurückgemeldet in der 2. Liga, aber wir sind noch lange nicht tot, wo wir sein wollen. Der Präsident, war das sogar schon sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Jochen Rudi hat sie geküsst. Wie schmeckt eigentlich so ein Kuss vom Präsident? Ja, ich habe es nicht gemerkt, aber ich denke, der von meiner Frau schmeckt besser. Ja, ich liebe Männerküsse nicht so sehr. Ach, ich muss sagen, ich verstehe mich mit dem Christoph sehr. Wir haben also eine sehr gute menschliche Beziehung und ich finde das toll, dass er heute den Sieg errungen hat und dass wir zeigen, dass die Mannschaft wirklich ein Potenzial drin hat. Dresden mit 13 Punkten aus den letzten 5 Spielen. Keiner zweifelt mehr am Klassiker.